Hi Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Biohazard Escape Room. Wir haben im letzten Video zwei Räume geschafft und werden hier in der Solaris GmbH weitermachen und herausfinden, natürlich als Journalist, wieso es zu einem Ausbruch von einer tödlichen Krankheit gekommen ist. Ja, weiter geht's, würde ich sagen, oder? Ich hab Bock. Nächster Raum. Okay, wir sind im Treppenhaus. Irgendwie ist das falsch. Es kann doch nicht sein, dass ich hier einen Fluchtweg habe. Eigentlich müsste das auf der anderen Seite sein. Naja, egal. Ist ja nicht mein Problem. Okay. Erdgeschoss sind wir jetzt? Aha. Wo komme ich rein? Hier oder da? Okay, hier komme ich nicht rein. Hier? Yes. Door's locked. Maybe I can access this corridor from the other door. Nee, die andere Tür kann ich nicht nutzen. Das ist das Problem. Haben wir hier irgendwas? Irgendwie nicht, ne? Okay, wir probieren es nochmal. Ja, geht doch. Man muss es einmal nur triggern anscheinend. Warehouse. Let's see what they work with. Oh mein Gott, es ist groß. Boah, das wird lange dauern. So, wir schauen uns wieder alles an. Laufen wir erstmal rum. Erstmal rumlaufen. Erstmal das Wichtigste machen, rumlaufen. Was ist das? Aha, wir müssen die Karte zusammensetzen. Kann das sein? Hier ist schon mal was. Evakuierungskarte. What? Muss ich mir vielleicht die Anzahl der Farben merken? Deckelfarbe vielleicht? 3392657. Okay. Da ist eine Karte. Okay. Karte Teil 3. Also, könnte echt sein, dass ich mir diese Dinger merken muss, ne? Order Number. Oh, ich muss hier eine Nummer hinschreiben. Okay. Ah, ich verstehe das. Oh, das ist geil. Das ist geil. So. Aufschreiben wieder, Ufi. Ufi, Schreibbusiness. So, 11 von den Plastik-Dingern. 2 von den Gabaspinnen, oder was auch immer das ist. Und 6 von den Plastik-Buttons. Okay. Scheinen mir auch blau, grün und orange war das, glaube ich, gewesen, ne? Das zweite. Die Farben auf. Und dann schauen wir uns mal um. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. 2 von dem großen, ja. 6 von den Plastikbottle grün. Haben wir nicht. Ist nur einer. Hier gibt es noch eine Bestellung. Hier haben wir aber auch keine 6. Hier? Vielleicht sind es verschiedene Bestellungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wieder 12. Schauen wir hier mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wieder 12. Okay, kann nur das sein. Aber mir fehlt etwas. Von diesen Plastik-Buttles fehlen mir. Sollen 6 Stück sein, aber da gab es nur irgendwie 2 oder so. Schaut. Nee, nur 1. Aber ich versuch's trotzdem mit der Nummer. 3, 3. Muss ich mal aufschreiben. 3, 3. 9, 2, 6, 5, 3, 7, weil das passt am ehesten. So, let's go. Hat voll zur Musik gepasst. 3, 3. 9, 2, 6, 5. Oh, ich glaube. 9, 2, 6, 5, 3, 7. Ja, guck. Obwohl diese Plastik-Buttles gefehlt haben,
Was soll ich mit diesem Zettel machen? Hier im Drucker. Solars Barcode-Etikett. Mach ich es einfach hier dran, oder was? Nee. Okay. Wir müssen jetzt mal ein bisschen taktisch vorgehen. Wir haben zu durcheinander gespielt gerade. Das kriegen wir nicht auf. Der Kartenleser funktioniert nicht. Bitte denken Sie dran. Firmen-ID. ID des Raums, in dem Sie sich befinden. ID des Raums, den Sie betreten möchten. XXYYZZ. Okay. Ah. Deswegen dieses Etikettchen. Damit können wir... Ja? Ne, das sind zu viele Buchstaben. Obwohl doch. 7112. 711230. 711230. Probieren wir es mal. 711230. Okay. Später vielleicht. Warte jetzt. Ich muss ja erstmal diese Karte zusammensetzen, damit ich weiß, in welchen Raum ich gehen möchte. Deswegen brauche ich diese kleinen Schnipsel. Da ist noch eins. Ich krieg das aber nicht. Doch, jetzt. Jetzt haben wir es doch komplett. Yes. Oh. Ah, sehr witzig. Okay, zack, zack. Zack, zack. Nee. Nee, wie kriege ich das darüber? Eine Sekunde. Mach das mal so. So, zack. Zack, okay. Let's go. Ich bin zu gut. So. Ich bin hier. Ich will zu diesem Raum. Oder? Ich muss es mir aufschreiben, Leute. Das ist zu viel. Das ist zu viel Information. So. Korridor 19. Generator 32. So. Dann 01 und 02. 02, okay. Mehr haben wir nicht. Ich bin hier und ich muss dahin, zu 19. Was haben wir hier gesagt? Ah ja. Firmen-ID. Jetzt brauche ich die Firmen-ID. Firmen-ID. Erste Zahl. ID des Raums, in dem sie sich befinden. Mein Raum. Y. Mein Raum. Und betreten möchten ZZ. Nächster Raum. Okay. Hat dieser Raum eine Nummer gehabt? Nee, hat keine Nummer gehabt. Okay. So, weiter geht's. Jetzt gehen wir weiter mal. Was? Ist das? 1, 2, 9, 10, 11, 12. Und ich muss herausfinden, wo die sind oder was? Gibt's da einen Gabelstab? Ja, aber da ist nichts drauf. Ich muss das planen. Aber ich brauche noch eine Information. Kann ich nichts machen? Hier ist, wie gesagt, Company and Order, Firma Bestellung. Ich habe ja schon hier Solaris Barcode, die 42. Company ist die erste Zahl, okay. Wir können vielleicht schon drüber. Aber ich weiß nicht, welcher Raum das ist. Die Nummer hier kenne ich nicht. Steht nirgendwo. Wir können aber vielleicht eine Sekunde. Ich will was probieren. So. Ah, geht noch nicht, okay. Verkackt. Hier ist sonst nichts. Bitte rein. Ja, einmal rein.
Also Firmennummer könnte 42 sein. Firma. Schreiben wir mal auf. 42. Erste Nummer, die wir gesehen haben. Okay. Voilà. Und wir sind hier. Ich möchte gern dahin. Brauch die 19. Jetzt fehlt mir nur noch mein Raum hier. Vielleicht gibt es eine Information. Ah, es gibt eine Information. Es gibt eine Information. Hier. 7-1? Ne, 1-2 ist mein Raum. 1-2. Aber ich kann es nicht eintippen, gell? Doch, kann ich. So, 1-2 ist mein Raum. 4-2-1-2. Ich möchte zum Korridor. 4-2-1-2. Eins, 4-2-1-2-0-2, 4-2-1-2, 3-2, auch nicht, okay. Was steht hier für ein Ding? Auch 4-2. Das haben wir ja gelöst gehabt. Oder kann ich es noch umswitchen? Nee, kann ich nicht. Das war schon richtig gewesen. Gut. Schauen wir mal, ob wir noch etwas, irgendwas anderes haben. Das sind verschiedene Nummern auf jeden Fall. Immer 333, aber verschiedene Nummern dahinter. So, ich muss es jetzt das hier herausfinden. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Ich muss wissen. Ich sehe das aber noch nicht. Tatsächlich. Also, ich würde sagen, das meiste mit dem hier. Das zweitmeiste mit dem hier. Das wenigste mit das hier. Aber irgendwie machen die Dinger dann keinen Sinn mehr. Die sind gelagert vielleicht. Ich muss eine Erklärung dafür finden. Hier, schaut euch das an. Das ist ja so ein Ding. Schaut euch das an, ist auf dem Ding. Wie heißen die Dinger? Ameise? Heißen die Ameise? Jetzt habe ich es verstanden. Okay, okay, okay. Hier. Okay, machen wir das mal rein. Das hier. Eins. Da ist eine Sache drauf. C. ABC. Oder ich muss gucken, wie viele Teile hier drin sind. Kann auch sein. Ich weiß nicht, Leute. Eins, wir versuchen es mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Teile haben wir gar nicht. Deswegen geht das gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Kann es mit der Zahl sein? Es ist auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Teile, wie viele haben wir hier? 6. Das passt auch nicht. Interessant. Interessant. Das wird wieder spannend hier. Wie kann ich es mir erklären? 1 soll gelagert werden. Ein einzelnes. Wenn ein einzelnes gelagert werden soll, dann würde ich es so reinmachen. 11 sollen gelagert werden. Wenn 11 gelagert werden sollen, würde ich es so machen. 10. Zwei. Drei. Keine Ahnung. Es muss doch hier einen Hinweis geben. Hey, eine Sekunde. Ich hab's gleich.
Steht irgendwo, wie viel da drin ist? Ich hab's gleich, Leute. Ich hab's gleich. Kann man das zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das kann man zählen. Das sind 9 Stück. 9 Stück. Kann man auf eine Palette. Aber Palette kann man nicht. Aber man kann die Palette damit tragen. Aber das sind 9. Das sind 2. Das ist 1. Das würde ich mal so machen vielleicht. Irgendwas stimmt nicht. Also da kommt ja nur 1 drauf. Hier kommen 2 drauf. Was ist 3? Suchen wir erstmal 3. Gibt es irgendwas, wo 3 Sachen drauf sind? Ich bin so verwirrt, Alter. So verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Weil ich finde keine Informationen dazu. Und eigentlich müsste ich diese Tür aufbekommen, aber ich bekomme diese Tür nicht auf. Das nervt mich ein bisschen. Firma-Bestellung. Was war das hier? Da können wir nichts machen. Wir müssen erstmal das hier lösen. Ich will auch nicht einfach so probieren. Ich will schon die Lösung finden. Ich muss mir nochmal diese Kisten anschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind doch 8 Kisten, gell? Und da hinten ist aber noch eine. Das sind mehrere. Die Zahl was? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Zahl hat auch nichts zu sagen, wahrscheinlich. Die Dinge haben wir schon gelöst. Ich habe gedacht gehabt, vielleicht hat es was mit der Nummerierung zu tun. Aber das sind 8 Buchstaben und wir haben hier nur 6 Bestellungen. Ich glaube, es muss einfach nur Sinn ergeben. 2 kann man hier drin lagen. 1 kann man da drauf tun. Aber da kann man nicht so viel rein. Vielleicht kommt das meiste einfach dahin, das kleinste dahin. Es ergibt keinen Sinn. Man kann auch nichts anderes machen, das nervt mich. Haben wir irgendeine andere Information? Das muss ich irgendwie hinbekommen. Das müsste ich auch irgendwie hinbekommen. Einzige Ding ist. Oh, hier steht doch die Nummer. 6-5. Ist immer 6-5? Wenn es immer 6-5 ist, dann ist die richtige Nummer. Nee, 4-1. 3-8. Oh, das sind immer verschiedene Nummern. 9-7. Das sind immer verschiedene Nummern. Deswegen gibt es gar keinen Sinn. Ich kann nicht herausfinden, was für eine Nummer dieser verdammte Raum hat. 6-5. Komm, wir probieren uns jetzt hier durch. So, Firmen-ID ist auf jeden Fall 42. Mein Raum. Das ist das Schwierige. Mit verschiedenen Nummern. Ich habe hier auch eine Nummer. Wir machen mal verschiedene Sachen. Firma. Wir haben Firma 42, 71. Dann haben wir den nächsten Raum. Also mein Raum. Ist die 12. Und der nächste Raum ist ja, wie gesagt. Schreiben wir das mal alles auf. Ist 30. Okay. So, let's go. 4, 2, mein Raum 12, 19, falsch. Probieren wir mal die 71, 12,
12, 19. Auch falsch. 71. 12. Die Nummer einfach aufschreiben, geht auch nicht. 7, 1. 1, 2. 3, 2. 7, 1, 1, 2, 0, 1. 7, 2, 1, 2, 0, 2. Okay, wir probieren einfach alles mal aus. Jetzt 4, 2, 1, 2, 19. 4, 2, 1, 2. 3, 2, 4, 2, 1, 2, 0, 1, 4, 2, 1, 2, 0, 2. Geht aber nicht. Der nächste Raum könnte 30 sein. Das können wir auch mal probieren. 7, 1, 1, 2, 30. 7, 1, nee. 4, 2, 1, 2, 30. Auch nicht. Okay, wir müssen erstmal das andere lösen. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Jetzt mal das Scheiße lösen. Was ich immer noch nicht verstehe. Wir können uns ja mal alles anschauen. Okay, wir haben ein. Digga, ich hab's. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Die Anzahl. Das haben wir nur einmal. Leck mich doch am Arsch. Eins, zwei. Zwei davon. Nee, drei. Nee, zwei Stück. Zwei Stück von den Hubwagen. Ameise? Ich weiß nicht, wie die heißen. Zwei Stück davon. Ey, ich bin so unfassbar dumm. Zwei. So, von dem Pässern. Eins. Zwei. Drei. Noch irgendwo eins. Nee, drei Stück. Ich hab's, Alter. Ich kann doch so dumm sein. So. Eins. Zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn. Die haben wir gezählt. 10 Stück. 10. Jetzt das hier und das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Passt. Zack. Und davon dann 11. Jawohl. Puh. Hier weiter. What the fuck ist das? Ah! Aha! Was leer ist und was nicht. 1, 2, 3, 4. Und hier kommt so etwas, okay. So, nächste B. B. Ist nur eins. So, wir machen einmal nur die Farben. C ist 1, 2, 3. Falsche. Jetzt habe ich sie vergessen. Orange, oben links, unten. Immer noch D. Oben, unten. Okay, D. Ich weiß, Alter. Mein Gehirn ist gerade wie ein Sieb. Zu viel Information. D. So müsste es sein. Ja, E. Unten. Links ist orange, blau ist rechts. Was war das für Nummer E? Ah, hier sind noch andere Farben. Okay, die kann ich auch noch reinmachen. Die mache ich aber gleich. So, F. Links, links, unten, blau. Links, links, unten, blau. Das war E, ne? Nee, F. Links, links, unten, blau. Links, links, unten, blau. G. 1, 2, 3. Passt. 1, 2, 3, okay. Jetzt kommen die Pisser. Kann ich direkt hier weitermachen? Zack. Was haben wir hier? Nix. B haben wir 1, 2, 3. B. 1, 2, 3. War das so? Nee. Zack.
Boah, das ist so geil gerade. C, Mitte links. C, Mitte links. D, unten links. Sag, ey, wenn da irgendwas falsch ist, dann bin ich am Arsch. E. Da bin ich am Arsch, Leute. Weil das alles wieder neu zu machen, was haben wir F zweimal mit da. Und das wär's dann, normalerweise. Oh mein Gott. Ah, hier, die Nummer 20. Mein Raum ist 20. Bist du deppert? Hier, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das, Leute, oh mein Gott. 4x4, 2, 20. Ich möchte 19, bitte. Jawohl. Oh mein Gott. Ich bin so happy gerade. Ich bin so happy gerade, Leute. Ich hab's geschafft. Nächster Raum. Wir sind im Korridor. According to the evacuation map, those doors up ahead lead to the labs. But it looks like the electronic locks are out of power again. There should be a generator room down here. Viele Räume. Hier rein? Yes. Dann jumpen wir einfach hier rein. Boah, dieser Raum ist komplett miteinander verbunden. Hier kommt wieder so ein Glühbirne erhalten. Was haben wir hier? Fußbox Information. Ich glaube, ich muss davon ein Bild machen später. Schauen wir später uns nochmal an. Ich mache jetzt ein Bild. Wir brauchen das. Zum Handy. Wo ist mein Handy? Handy, Handy. Digga. Mein Handy funktioniert nicht mehr. Jetzt. Fußbox Information. Das ist Sicherungskasten, so by the way. So. Hier haben wir ein Schulhaus. Eine schöne Nummer wieder mal. Was haben wir hier? Hier haben wir auch wieder was. Können wir nichts machen. Wenn wir noch so. Nix. Ist was, können wir nicht aufheben, da ist nichts, können wir nichts machen, da ist ein Computer. What? Turn on all the likes, okay. Das kennen wir doch, das kennen wir doch, Leute. Das kennen wir doch. Das ist schwierig, aber kriegen wir hin. So, wir müssen uns fokussieren auf eine Stelle. Wir müssen diese Ecken rausbekommen, das ist das Wichtigste. Hab's. Oh! Ich muss einen Score packen, oder was? Oder ist es die Nummer 1834? 1834, Leute. Guck, ich kann es nicht erinnern. 8834. Das ist bestimmt ein Code für irgendwas hier vielleicht. 1834. Ist das schon? Hä? Oh! Nee, oder? Digga, wie schwer ist das? Was soll ich mit was verbinden? Eine Sekunde. Ich muss dahin. Okay, ich hab's verstanden, Leute. So, zack. Okay, wir haben es gleich. Das ist mein Ding, Leute. It's time to shine, das ist mein Ding. Ich liebe so etwas. Das ist definitiv falsch, aber funktioniert nicht so. Kann ich das irgendwie anders lenken? Geht nicht, ne? Geht nicht. Was ist falsch? Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen so runter.
Vielleicht kann ich das aber anders lenken. Kann ich das anders lenken? Vielleicht, wenn ich so runter gehe, geht nicht, ne? Ich kann nur so runter. So runter irgendwie. Das muss irgendwie so verbunden sein. So. Wie kriege ich das so hin? So, wie verbinde ich das? Ich muss das hier irgendwie verbinden. So, wie geht das aber? So, jetzt habe ich es. Zack, 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 zack. Let's go. Zack. Zack. Oh, Leute. Mein Gehirn schmilzt gerade. Ich hab's. Let's go. Let's go, Leute. So, jetzt brauchen wir das hier. Ich brauche mein Bild. Ich brauche mein Bild. The fuck? Wir sind doch alle an. Ah, ich muss die Reihenfolge einhalten. Okay. Was dann? Muss ich nur die anmachen. Ich muss die alle anmachen. Was verstehe ich nicht? Wisst ihr, was mein Problem ist? Schaut euch das an. So. Also ich denke, dass... Ah, ich kann es euch... Ich kann die Maus nicht zeigen. Warte hier. Ich glaube, hier fange ich an, dann gehe ich runter, dann da, 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 da. Aber von hier habe ich keine Verbindung zu dem hier. Wo mache ich weiter? Wo mache ich weiter? Gibt es hier noch eine Information? Nee, gibt es nicht, oder? Das ist alles gesperrt. Das ist alles gesperrt. Das haben wir geschafft. Wir müssen es ausprobieren. Da oben kann ich nichts machen, ich kann nur unten was machen. Okay. Gleich machen wir einmal das hier. Von vorne, zack, 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 zack. Und dann wieder von hier, zack, zack. Was ist falsch? Ich muss oben anfangen, kann auch sein. Hier. Wieso ist es so kompliziert? Wieso gibt es keine Verbindung zu dem Scheiß da? Ja, da haben wir es. Musst du halt ausprobieren, ne? Stilus? What the fuck? Was ist das? Die ist deppert. Was? Oh, ich muss niesen, eine Sekunde. So, kurz mal Ton ausgehabt. Muss meine Maus hin. Meine Maus war weg, jetzt wieder von vorne. Sie
Also die Batterie ist hier. Strom, Strom, raus, hoch. Zack, zack. Okay, hier ist keine Verbindung. Zack, 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 zack. Wir drehen uns im Kreis. Was, wenn ich es so mache? Was, wenn ich das Ding so mache, damit wir überall eine Verbindung haben? Ja, das sieht doch gut aus. Die Reihe haben wir schon mal geklärt. Da, das müssen wir definitiv verbinden. Wird das so verbinden, damit es hochgeht? Runter, damit ist das hier verbunden? Jetzt noch das da oben. So, eine Sekunde. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, es muss hochgehen. Oder? Oh ne, das musst du so lassen. Hier. Irgendwas hat sich geändert, jetzt passt nichts mehr. Da passt alles, da passt alles, hier passt alles. Wieso klappt es aber nicht? Ich muss überall Strom bekommen, kann es sein? Nein? Ich würde es mal so lassen. Noch ein Versuch. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Geht's nicht weiter? Jetzt geht's wieder weiter. Zack, zack, jetzt geht's da hin, zack. Aha. Das ist aber nicht verbunden. Wieso ist es nicht mehr verbunden? Das ist verbunden, dann geht's weiter. So. So ist, dann geht es hier hoch, dann geht es aber nicht weiter. Wir müssen es irgendwie so machen. Runter. Zack. Es muss hoch. Zack. Oder vielleicht auch so. Nee, dann drehen wir uns im Kreis. Das müsste doch jetzt passen. Ah, nee, passt nicht. Der geht hier nicht weiter. Jetzt ist das hier nicht verbunden. Boah, es ist kompliziert. Komm, von vorne. Von vorne, Leute. Also, das muss definitiv so sein. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. So, zack. Verbunden. Okay, das darf nicht so sein. Es muss so sein. Verbunden, verbunden. Dann geht es hier runter. Geht nicht. So würde es nicht gehen. So würde es gehen. Okay. Verbunden, verbunden. Nicht verbunden. Okay, dann lassen wir das mal so. Ah, das dreht sich ja auch. Shit. Das macht gar keinen Sinn. Was, wenn ich es so hinmache? Aber das macht auch keinen Sinn. So, so könnte man es eigentlich lassen. Macht alles keinen Sinn. Wohl eins. Nee, das Ding muss verbunden sein. Das muss so sein. Das muss so sein. Das dürfen wir nicht berühren. Und das bewegt alles unten. Okay. Es ist immer Ebene. Ah, es ist immer eine Ebene. Okay, okay, okay. Es ist immer eine Ebene. Okay, unten haben wir das schon mal geklärt. Passen wir nicht mehr an. Bleibt so. Jetzt.
Schauen wir uns mal unsere Optionen an. Option 1. Nur die Verbindung dadurch. Ist nicht gut. Option 2. Die Verbindung dadurch. Das sieht schon mal gut aus. Lassen wir mal so. Dann geht es erstmal dahin und dann geht es hierhin. Zack, 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 zack. Kann ich das nicht drehen? So. Schauen wir mal. Zack, zack, zack. Hat keine Verbindung gerade, aber wenn ich es so mache, hat es eine Verbindung, dann geht es so hoch. Es muss aber auch da irgendwo hinkommen. Da kommt es gerade nicht hin. So. Was habe ich falsch gemacht? Das ist verbunden, das ist verbunden. Das geht hoch. Zack. Hierhin, hoch. Ist nicht verbunden, jetzt verbunden. So, vielleicht. Geht hoch. Zack. Zack. Nein, da ist keine Verbindung. Boah, das ist so kompliziert. Leute, was ist das? What the fuck? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Was fehlt mir? Das ist falsch. Das kann nicht richtig sein. So ist er. Aber mir fehlt dann die Verbindung dahin. So vielleicht. Fehlt die Verbindung. Das ist komplett falsch. Das ist falsch, meiner Meinung nach. Diese Ebene ist falsch gewesen. Weil es gibt einfach keinen Sinn. Jetzt habe ich den Weg angeschissen. Wieso habe ich das berührt? Oh Gott. Boah, Leute, ich mach das mal schnell. Bin gleich da. Oh nein, ich hab's gerade geschafft. Kann ich es noch zeigen? Oh mein Gott! Oh, ich bin so dumm, Leute. Ich weiß gerade nicht, wie ich es euch erklären soll. Aber das, was ich gemacht habe, war falsch. Ihr müsst das Teil nicht nach rechts verbinden, sondern ihr müsst es so verbinden, dass es hochgeht, also diesen Leuchte bekommt, hochgeht und dann links diese leuchtet und dann bahnt ihr euch euren Weg von links aus. Und nicht von rechts aus, so wie ich es die ganze Zeit gemacht habe. Ey, ich bin so dumm, wieso wird es nicht mehr gezeigt? Das ist ja nervig. Oh mein Gott, wieso habe ich die Aufnahme gestoppt? Ich bin so unfassbar dumm. Kann ich es irgendwie... Ja, Digga, ich will speichern, aber ich will auch laden. Kann ich auswählen? Nee, kann ich nicht. Ist schon fertig. Ey, tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Aber ich kann euch. Also, schickt mir ein Bild von dem. Wenn ihr hier hängen solltet, ich löse es euch. Also, ich löse es sofort. Weil ich weiß, wie ich es gemacht habe. Ihr könnt mir einfach ein Bild davon schicken. So, jetzt haben wir einen Gabelstapler gesehen, der irgendwie sich bewegt hat. Aber wir schauen uns erstmal um. Hier ist nichts. Das Ding hat sich da bewegt hier hinten. Keine Ahnung wieso. Wieso hast du dich bewegt, Bro? Bro, wieso hast du dich bewegt? Hier ist ja sonst nichts mehr. Aber frag mich, wieso das sich bewegt hat. Hier ist ja nichts. Vielleicht kriege ich die Türen jetzt auf, aber. Error, Error, Error. Hier ist was. Okay, Karte. Nice, nichts. Alright. Now I need to get any information about the development of the virus and Solaris's involvement in it. Okay. Keep door closed all time. Oh, das ist eine Ratte. Oh oh. Mehrere Rattenmäuse. Hier ist schon wieder ein Code.
los, okay. Welches ich aufmachen soll? Die Nummer fehlt. Die Nummer fehlt hier. Da ist auch was drin. Da ist eine Maus drin. Aber keine Maus, sondern... Also Maus, sondern Maus für Computer. Okay. 95 84 88 83 81 82 92. Es hat eine Kombination. Hier, das ist 80. Ich bin so schlau. Es war ganz einfach. Schaut euch das an. 95, 90, 85, 80, fertig. Das ist alles andere verwirrt. Immer auf das Richtige fokussieren, Leute. Computermaus. Okay, Computermaus haben wir schon mal. Was ist hier los? Oh, es geht auf. Und es geht wieder zu. Kann nichts machen. Aber ich habe auf jeden Fall eine Maus. Ja. Was ist hier los? Kann man auch nichts machen? Kann man auch nichts machen? Genetisch veränderte Mäuse. Mäuse und Ratten spielen eine essentielle Rolle bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen das Virus. Gewöhnliche Mäuse sind nicht anfällig für die Krankheit, deshalb züchten wir genetisch veränderte Mäuse, um sie anfälliger für das Virus zu machen. Okay. Ist nix. Geht nicht auf. Aus irgendeinem Grund funktioniert das Sicherheitsschloss am Kühlschrank nicht richtig. Ich habe es getestet und es öffnet sich nur, wenn die Werte vertikal und horizontal ausgerichtet werden. Okay. Werte horizontal und vertikal. Okay. Horizontal und vertikal. Vertikal. Okay, interessante Information. Das Ding. Muss beides in der Mitte sein. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Nee, okay. Machen wir von vorne. Also, das Ding ist krank. Es gibt mehrere Modis. Da habe ich das. Ja. Inkubator mit Proben, okay. Oh. Wir haben hier nichts drin gehabt. Echt nicht? Doch. Reihenfolge der Proben. Soll ich es hier reinmachen oder was? Nee. Hier rein. Was? 1, 2, 3, 4. Pferdreihenfolge habe ich nicht probiert. Das habe ich noch nicht probiert. Machen wir mal. Ja, wäre zu einfach. Wäre zu einfach. 1, 2, 3, 4. Das ist die Reihenfolge.
Ich hab's. Wieso hab ich's davor falsch gemacht? Hä? Ich hab doch die... Ja, vielleicht hab ich eine Farbe falsch reingemacht. Ah, oh, leck mich doch am Arsch. Aber jetzt hab ich's. Was ist jetzt passiert? Hab ich jetzt irgendwas? Ja. Ah, neu im Inventar. Zentrifugierte Probe. Let's go. Das kommt bestimmt hier rein. Oh. Oh, okay. Oh, nehme ich auf? Oh, Gott sei Dank, Alter. Ich habe kurz gedacht, ich nehme dich auf. Das wäre es gewesen. Der von vorne. Okay. So sieht gut aus. Das sieht gut aus, oder? Wieso nimmt er es nicht? Sah doch richtig gut aus. Was für Alternativen haben wir noch? So? Oh, vielleicht. Sieht doch gut aus. Ich verstehe das nicht. Wieso geht es nicht? Ah, hier ist noch etwas. Deswegen. So. Jetzt haben wir es doch. Alles ist verbunden. Nimmt er nicht an. Schauen wir uns mal alles richtig an. Das Ding ist nicht verbunden. Vielleicht so, aber... Funktioniert nicht. Jetzt haben wir es. Eieieiei. Hier können wir auch endlich weitermachen. Was? Was? Ah, ich hab's. Nein. Das ist richtig. Warte. Mal das hier. Das hier. Das hier. Das sieht gut aus. 2, 2. 1, 1. Wenn ich... Wieso ist das so? Das sieht seltsam aus. Machen wir erstmal das hier. So vielleicht? Nee. Was ist das hier? Das muss ja auch irgendwo eingesetzt werden. So? Design. Probieren wir es mal so. Question ist, wie machen wir das hier? Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Okay, das ist falsch. Ich glaube, wir sollten erstmal das hier machen in der Mitte. Ich glaube, das ist das Schwierigste. So wäre es am einfachsten. Wie machen wir dann aber das hier? Ich glaube, das Ding wird nicht gezählt. Hoffe ich natürlich. Oder es wird abgezogen. Dann würde das hier Sinn machen. Yes. Geil. Einfach nur geil. Das Spiel macht so Spaß, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber das macht mir gerade so Spaß. Ja, was nun? Ha? Aber weg, oder was? Ja. Oh. Es geht tatsächlich nur weiter, alle. Wohin? Is he dead? I think he's just unconscious. He must have run out of oxygen while he was locked in the lab when the power went out. Orangene Schlüsselkarte. Über ihn können wir nicht laufen, leider. Aber wir können hier rein. What's that guy doing here?
This was supposed to be abandoned since the incident. Maybe he works for Solaris. Whatever he was looking for will still be here. Was? Das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Aber alles gut. Ich bin Journalist, ich muss es herausfinden. Das ist meine Aufgabe. What the fuck? Oh mein Gott, Rechenaufgabe wieder. Über die Rolle von Schweinen der Impfstoffentwicklung. Schweine haben mit den Menschen viele Gemeinsamkeiten hinsichtlich Organen, Genetik, Körperfunktion und Immunsystem. Verglichen mit anderen Tieren kann deshalb die Verwendung von Schweinen in Forschungsstudien zu genaueren Vorhersage der Ergebnisse bei Menschen führen. Sie werden für Impfstofftests verwendet, um uns bessere Einblicke darin zu geben, wie sicher und effektiv ein neuer Impfstoff ist und ob er für menschliche Versuche geeignet ist. Gab es einen Fehler? Deswegen habe ich kurz gestockt. Erstmal mit Fehler. Aha. Wie viele Tasten? Boah, okay. Ich glaube, das ist auch meine Lösung, oder? Wenn T ist gleich 0, 600 ist gleich 99.000. Boah, ey, das ist so lange her, Leute. Ich glaube, dafür muss ich echt... B ist gleich 149. B ist gleich 149. T ist gleich 0. Reicht es, wenn ich das einfach so jetzt rechne? 90.000 geteilt 150? Ist es so einfach? Das sind 600? Ja, ah, stimmt. Okay. Nee. Okay, ich muss erstmal weitermachen. Oh mein Gott, wie viele... Was? Willst du mich verarschen? Was ist denn das wieder? Was ist denn das wieder? So Leute, ich habe ein Problem. Ich hänge hier schon seit einigen Minuten, fast sogar eine Stunde. Es könnte sein, dass ich jetzt hier einen Schnelldurchlauf laufen lasse oder direkt zur Lösung komme. Ich muss aber jetzt natürlich weiter probieren. Ich habe noch keine Lösung dafür. Also ich habe es geschafft, dass alle roten Punkte mal grün leuchten, aber es hat nicht geholfen. Ich glaube, entweder muss jedes einzelne Kreis einen roten Punkt berühren oder alle Punkte müssen leuchten. Eins von beiden. Ich weiß es nicht. Wir müssen es herausfinden. Es ist nicht so einfach, weil das Ding, das blockiert so viel, Leute. Das gibt's nicht. Wir probieren es mal. Wir versuchen jetzt mal eine Sache. Wir versuchen, an jedem Kreis einen roten Punkt zu treffen. Und dann schauen wir mal, ob es die Lösung war. Gut, wir haben mit dem hier angefangen, weil für den gibt es nicht so viele Alternativen. Denn es blockt einfach drei bestimmte Bereiche. Das fuckt ein bisschen ab, aber egal. Schauen wir mal. Jetzt äußere Seite. Die äußere Seite könnte eigentlich... Nee. Die äußere Seite... Ja, die äußere Seite wird gut blockiert. Die äußere Seite wird gut blockiert. So, das könnte es sein. Lassen wir das mal so. Okay, wir haben äußere, dritte, jetzt kommen wir zur vierten. Die vierte müssen wir ein bisschen freischaufeln. So vielleicht. Jetzt kommen wir zum letzten. Ah, jetzt haben wir das Ding da unten. Okay. Wie sieht das so aus? Dann wird das blockiert. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mal, ob es funktioniert.
Okay, mir das wieder. Scheiße. Probieren wir es mal so. Dann nehmen wir das Äußere. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Das wäre nice, aber wird davon blockiert. Jetzt haben wir es. Und es funktioniert nicht. Wir haben auf jeder Ebene eins, das grün leuchtet, aber das, diese zwei roten, die machen es kaputt, Leute. Diese zwei roten machen es kaputt, oder? Nee. Nee, die machen es kaputt. Also heißt es doch, dass ich alle Routen verbinden muss. Und das ist unmöglich. Also ich habe noch keinen Weg gefunden. Echt unmöglich. Schauen wir weiter. Ich muss weiter versuchen. Wir machen es immer noch anders. Ich habe es wieder versucht. Verkackt. Wir machen es anders. Ich mache hier weiter. Es kann sein, bin mir noch nicht sicher, aber wir haben mit dem Periodensystem noch nichts gehabt. Ich schreibe mir das mal auf. VA, C klein, C groß, I groß, N groß, E klein. Vielleicht sind das irgendwelche Stoffe mit Nummerierungen. Kann das sein? Wo habe ich zum Beispiel VA? Was könnte VA sein? Ich weiß es nicht. Ist hier überhaupt irgendwo ein VA? Ich gehe mal von links los, weil ich habe gerade... Ah, da ist ein V. Da gibt es ein V. 23. Aber haben wir nur ein V oder haben wir auch irgendwo ein VA? Weiter. Ja, wir haben, glaube ich, nur ein V. Okay, V ist 23. Vielleicht funktioniert das. Komm, wir machen das. V ist 23. Jetzt haben wir A. Oder AC. AC ist 89 unten. So, wir trennen das und machen mal 89. Dann haben wir CI. CI. Aber I ist auch ein großer Buchstabe gewesen. Es gibt nie Verbindungen mit ein Groß und ein Klein. Also muss C alleine sein. C ist 6. Jetzt haben wir I. I ist auch alleine. I ist 53. I. Dann haben wir NE. NE muss zusammen sein, weil N groß ist und E klein. Boah, das ist das... Ey, Periodensystem, ganz ehrlich... Wie viele Jahre ist es her? Okay, keine Ahnung. 15 Jahre oder so. 16, 17, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr lange her. Dass man das damals lernen musste, ey, krass. So, wo ist NE? Wenn ich kein NE habe, habe ich das falsch gemacht. Ah, da ist es 10. Ich habe es gefunden. 2, 3, 8, 9, 6, 5, 3, 10. Alter, wenn es richtig ist, ne? Wenn das richtig ist, ne? Was für eine Zahl? 2, 3, 8, 9, 6, 5, 3, 1, 0. Boah! Grün. Grün, gelb. Grün, gelb. Blau. Grün, grün, gelb. Blau, grün, rot. Grün, gelb, grün, blau, rot. Grün. Gelb, grün, blau, rot. Nein. Was habe ich falsch gemacht? Es war falsch. Grün. Von vorne bitte. Grün. Gelb, blau, grün. Grün. Ah, jetzt habe ich es. So. Grün, gelb, blau, grün, rot. Jetzt. Alter.
Was passiert hier? Was haben wir da? Impfstoffprobe. Kann ich die irgendwo schon mal verwenden oder so? Kann ich die irgendwie hier so verwenden? Nein? Digga, ich muss das Ding noch lösen. Oh mein Gott. Ja, Mann, ich muss... Jetzt gibt's keinen Ausweg mehr. Ich muss das lösen. Oh Gott. Komm, mach einen Versuch. Okay, nächste Runde. Bin ich mal gespannt, ob ich diesmal schaffen werde. Junge. So anstrengend. Also, ich habe sehr lange probiert, alle grün zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht. Es muss anders sein. Deswegen versuche ich mal wieder, ja, nach und nach mal zu schauen, ob es reicht, wenn ich die einzelnen Punkte grün bekomme. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Ich habe schon ein paar Sachen probiert. Ich weiß schon, wie ich einige grün bekomme, deswegen mache ich das schon mal. Ist aber immer wieder schwierig, weil ich die Orientierung verliere. Ich glaube, ich gehe mal Punkt für Punkt. Und es ist einfacher. Hier muss auf jeden Fall der eine sein. Dann sind zwei Blockaden müssen es sein. Nee, ich glaube, so war das gewesen. Ja. Dann haben wir schon mal drei grün. Jetzt muss der noch grün werden. Wie kriege ich das denn? Einfach den und runter, oder? Ja. Aber ich hab das schon mal gehabt. Oma. Hä? Ich hatte das schon mal. Oh, ich kann es nicht verwenden. Wieso? Kann ich das nicht weitermachen? Ich glaube, mir fehlt etwas. Ah ja. Eine Sekunde, ich muss noch diesen Code hier. Ist, glaube ich, nicht im Video, weil ich es, weil ich so viel Mist gebaut habe, habe ich es rausgelöscht. Jetzt machen wir es von vorne. Hier gibt es eine Nummerierung. Das ist die 6. Dann gibt es hier noch eine Zahl. Das muss aber unten sein. Das ist die 4. Und hier gibt es noch eine Zahl. Das müsst ihr aufmachen. So, 1 plus 8, 9. Also 6, 4, 9. Die Kombination habe ich noch nicht rausgefunden. Probieren wir mal aus. Ja, hier 649 habe ich schon draufgeschrieben. 946 vielleicht? Nein. 469? Oder 496? 69? Und nicht 649 vielleicht? 946 hatten wir schon mal. 694? Um, vielleicht wiederhole ich mich die ganze Zeit, aber 694. 694, Leute. 694. 694. Ah, hier muss anders sein, oder was? Machen wir 649? Nein. 694? Nein. 9, 4, 6, nein, dann 6, 4, yes, let's go. Virusprobe. Jetzt muss ich aber hier ran, oder? Yes. Funktioniert das? Kann ich sehen? Nee. Kann ich es irgendwie sehen? Impfstoffabhandlung. Nee. Inventar. Hä, wo ist die Probe hin? Soll ich reinmachen? Hat die gar keine Ahnung. Das ist jetzt. Ah, nee, ich muss die verbinden, natürlich. Ist doch verbunden sein, so irgendwie mäßig. Das funktioniert nicht. Junge. So. So vielleicht. So vielleicht. Nee, das ist wieder falsch. Das kann nur so verbunden werden.
So, so, so. Auch falsch. Auch falsch. Also ist das falsch. Das müsste auch falsch sein. Oh mein Gott, das ist ja... Das ist jetzt ein krasser Puzzle. Weil da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ausschließen ist schwierig, weil... wie willst du ausschließen, Alter? Ah, knapp. Nur das ist falsch. Ich muss die irgendwie orten, aber ich kann die nicht orten. Muss die immer wieder mal probieren jetzt. So vielleicht? Alter, ich hab's. Ah, hier. Nein! Nein! Aber das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus, Leute. Bis hierhin. Also die beiden sehen gerade mal so schlecht aus, glaube ich. Was, wenn ich das da hoch mache und das da hoch? Das runter? Das dahin? Nee, dann fehlt uns wieder etwas. Dann fehlt uns wieder etwas. Jetzt fehlt uns hier ein blaues. Wohl hier. Jetzt fehlt uns aber ein Zweier. Wenn ich es dahin mache, jetzt fehlt uns wieder ein Zweier. Die Zweier fehlen uns. Also ist das falsch. Wieder runter. So. So. Jetzt fehlt uns ein Dreier. So, zack. Zack. Jetzt fehlt uns hier so ein Dreier. Hä? Wieso habe ich keinen Tipp? Geht es in die Mitte? Geht in die Mitte? Was? Nee, geht nicht. Wieso habe ich hier keinen Tipp? Ich habe doch zwei... Virenproben erhalten. Wieso kann ich mir das nicht anschauen? Naja, komm. Probieren geht über Studieren, sagt man doch so schön. Machen wir jetzt mal dahin. Zack. Das sieht schon mal nice aus. Zack. Zack. Ich hab's! Alter! Was ist los? Da war jemand! Hä? What the fuck? Hab ich missgebaut? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich bin sowas von verwirrt. Scheiße, ich hab halt nicht gespeichert, ne? Nein! Wir müssen jetzt mit diesem Ergebnis leben. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich muss jetzt alles wieder von vorne machen. Aber ich mach das und bis gleich. Und wenn es ein anderes Ende geben sollte, dann werde ich euch das gleich zeigen. Okay, Leute, ich habe es nochmal abgeschlossen. Nein, es gibt kein, also ich habe kein anderes Ende gefunden. Falls ihr was anderes erfahren solltet, wenn ihr etwas anderes sehen solltet, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, wäre schon spannend. Vielleicht spielen wir es dann noch einmal durch. Aber wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.